Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Part von Let's Play Animal Crossing New Leaf. Wir machen weiter, wir machen weiter in unserer Stadt und schön, dass ihr wieder dabei seid. So, dieser Part und auch der nächste Part ist nicht in der Livestream-Form. Braucht ihr nicht wundern, hat einfach den Hintergrund, dass ich sah, wenn ihr das Video seht, dass halt einfach auf der Sportwoche bin, also bei mir in Zulatal bin, weshalb ich das im Vorhinein aufnehme. Und ja, deshalb einfach nicht wundern. Aber das, denke ich mal, solltet ihr überleben. Aber ich wollte es halt trotzdem Videos bringen. Ich wollte trotzdem Animal Crossing bringen. Deshalb kommt das trotzdem. So. Schön, wie ich hier vor meinem Haus stehe. Ganz brav und gelassen. Mit meiner tollen Krone auf dem Top. So, ich überlege gerade, das ist Part 18, 19, genau. Und dann, wenn ich wiederkomme aus der Sportwoche, kommt Part 20 und der Community-Part. Das passt doch mal sehr schön. So. Wer ist das denn hier? Sita, hey, erinnerst du dich daran, dass ich dich mal gebeten hatte, eine Zeitkapsel für dich für mich zu vergraben? Tja, ich bräuchte, die bräuchte ich jetzt wieder, meinst du? Du könntest sie wieder für mich ausgraben? Das wäre wirklich super lieb von dir. Wenn ich wusste, wo ich die vergraben hätte, könnte ich dir helfen. Ist schon die Frage, wo habe ich die Zeitkapsel vergraben? Ich presse jetzt einfach nochmal an, weil vielleicht kann sie mir weiterhelfen und mir verraten, wo ich die vergraben hatte. Denn ich weiß es nicht mehr. Uff, hört es denn gar nichts mehr aufzuregen, dann sag mal. Plaudern wir. Bei Christian habe ich das Gefühl, dass ich selbst sein kann. Ja, das ist schön, dass du überall selbst sein kannst, aber das hilft mir trotzdem nicht weiter mit Finden von der Zeitkapsel. Naja, wir werden die so noch finden. Bin ich zuversichtlich. So, tun wir aber erstmal hier, wir wollten in die Boutique gehen, ne? Richtig, der Laden hat es offen, das wollte ich den letzten Part machen. Dann machen wir das doch einfach mal jetzt. Naja, natürlich. So, hier müssen wir rein. Ja, ne? So. Guten Tag. Ja, ist doch ganz schön hier. Aber hier gibt es ja nicht so direkt zu Wege zum Beispiel. Oder ähnliches. Gibt es interessante Mützen? Abschlusswut. Will mal anprobieren, jetzt schauen wir mal, ob mir das steht. Also, ja, Tannis, als steht mir diese Abschlusswut schon. Ich nehm's aber lieber doch nicht. Mit dessen geh ich lieber raus, ja. Ist
heute draußen, das ist eigentlich der optimale Zeitpunkt für einen Regenschirm. Also das ist richtig interessant, bei mir im Real Life draußen. Ja, ich habe tatsächlich noch nie live, hier ist ein Fenster, so auf der Seite. Aber da regnet es auf jeden Fall derzeit nicht bei mir. Ja. So. Kann ich den Turm jetzt nicht... Wie kann ich den Turm nicht aufsetzen hier? Wenn ich mich eigentlich verarschen? Na, dann nicht. Keine Ahnung, weshalb es dir Sim gerade nicht aufsetzen lässt. Ich weiß es nicht. Naja. Weil aber. Wir können direkt den restlichen Tag eigentlich nur das nutzen, um mal einen Besuch ins Museum zu machen. Und schauen uns an, was es hier so Tolles gibt. Denn Kultur und Tage sind immer wieder was Schönes, ne? Nicht wahr? Uhuhuhuhu. Uhuhuhu. Verzeihung. Willkommen im Museum von City. Juhu. Kann ich hier irgendwie behilflich sein? Sind gut. Bei warte, habe ich nicht sogar ein Fossil bei mir dabei? Nee, ich hatte mal eins. So, schauen wir uns mal ein bisschen um und schauen, wie das Museum aussieht und was hier so Tolles gibt. Also bis jetzt hier sieht das schon mal relativ leer aus. Also noch nicht so viel. So, hier ist bis jetzt auch noch nicht viel. Wow, also wirklich, bei uns, bei mir in City, kannst du die besten Kultursonntage der Welt machen. Mit den besten Ausstellungssachen, die es gibt. Wie ihr sehen könnt, wirklich, ihr könnt Wertvollstes an Stuff sehen. Nicht. So, hier haben wir ein schönes Aquarium. Das ist interessant. Aber du hast ja, der weiß, ist hier auch noch nicht so viel drin. Sieht aber schön aus. Das muss man dem lassen, wirklich. Er ist ein bisschen an Sea Life. Weil ich übernachte eigentlich nicht nur ein bisschen. Erinnert mich gerade übelst irgendwie an Sea Life. Yay. Jetzt sitze ich hier, so gegen eine Wand und bin in einem Museum drin, wo ein Aquarium ist, in dem keine Fische drin sind. Das ist Logik. Aber okay. Jetzt haben wir weiter. Oh, hier ist ein weiterer schöner Raum. Also hier ist ein offenes, das kann man ja auch Fische abgeben oder so. Es ist interessant. Also es sieht wirklich schön aus. Der Fischraum hier, auch von der Beleuchtung her und allem drum und dran, der gefällt mir wirklich, wirklich gut. Der gefällt mir. Sehr schön. Was haben die? Das haben die gut designt. So, hier gibt es dann noch das nächste wieder, der Typ. Sehr gut bewacht, wirklich. Alles sehr schön, sehr gut bewacht. Mist. So, aber hier ist das Wetterling. So, das ist das schön. Das ist so ein innerbotanischer Garten, ne? Ui, das gefällt mir wirklich schön hier. Wirklich gut. Auch hier mit der Wiese und allem. Ich bin wirklich krass, das erste Mal, dass ich hinlaufe. Und allein von der Deko her, die das Museum hat, ist das so sehr, sehr schön. Man, hier ist einfach instant mal mehr oder weniger einfach ein Wald.
Bitte helfen Sie mit, unsere Sammlung zu vergrößern. Vielen Dank. Ja, gut. Sie vergrößern heute auch ein bisschen dazu, dass man überhaupt erstmal irgendwelche Tiere hat, ne? Aber okay. Aber Platz genug hier ist definitiv da. Und wirklich, sehr, sehr schön, gefällt mir. Wenn ich das Metzerlinge sehen sollte, fange ich die und bringe die hin. Und unser Museum. Also dieses Indoor-Outdoor-Sein hier ist cool, wirklich. Ist sehr, sehr schön. Also ich mache, glaube ich, öfter mal so Kultursonntage, wo es einfach, auch wenn ihr ein paar seht, was alles Sonntag ist, wo ich einfach mal durch die Gegend laufe und mir mal Museen anschaue. Vielleicht auch mal in eurer Stadt mir Museen anschaue oder so, weil die ja immer ein bisschen anders sind, so wie die normal von mir oder so. Yes. So, und hier, da ist ja jemand hier. Und hier stehen dann so Knochen und so weiter. Hugo, wo warst du denn so lange im Urlaub, David? Hab mir erst Sorgen gemacht um das. Nächste Woche bin ich weg. Was, du warst gar nicht verreist? Dann hast du die ganze Zeit von mir versteckt, ne? Genau. Das Treffen musst du aber jetzt ab jetzt jeden Tag mit mir reden. Das wird ganz toll, garantiert. Ach du Heilige. Was ist das für ein Typ? Aber hier haben wir jetzt mal was ganz Tolles in unserem Museum. Dafür bitte einmal einen großen Applaus geben hier. Wir haben etwas in unserem City Museum. Yay. Yay. Daumen nach oben. Aber immerhin etwas haben wir tatsächlich. Das ist doch mal sehr schön. So. Let's have a quicker look into the Great House here. Also hier können dann auch noch irgendwie überall so Dinosaurier stehen. Also das ist quasi das Naturkundebereich. Also wir sehen ein bisschen unterteilt in so eine Art Sea Life. In so eine Art botanischer Garten, was dieses Smetterlingshaus darstellt. So eine Art Naturkundemuseum, was hier die Knochen hier darstellen. Und das letzte weiß ich gar nicht mehr, was es war. Aber die Idee, dass das ja quasi was wie eine verschiedene Bereise darstellt für so ein Museum, das ist gut. Nur dass man ja auch mal rausfinden muss, da jetzt raus. So, jetzt hier mal. Ich glaube, das sind auch die größeren Stufen, die einen einfach so einen Weg führen. Also, war interessant zu sehen. War definitiv mal ein gelungener und cooler Kultursommer, ne? Und die Uhr sagt, es ist jetzt, ja, schön nach 11 und das passt ja tatsächlich. Ach, das wird so eine Uhr, das ist schon praktisch. Das ist keine Frage, dass es hier so eine Uhr gibt in Animal Crossing. Das ist nice. So, und das war das Museum. Der ist immer interessant. Wird definitiv mal schauen, das ist, mal neue Ausstellungsstücke hinbringen, denn bis jetzt sind es ja noch nicht viele. Das Presterwert ist in einer nächsten Part, vielleicht auch wenn ich mal bei euch nächstes Mal in der Stadt bin, auch da einfach mal schauen, was habt ihr im Museum für Stuff. Wo kann ich das herbekommen? Das Presterwert ist einfach mein Museum ein bisschen vergrößert. Das ist der Plan. So, jetzt noch eine Sache, eigenes Ziel dann in den übernächsten Part. Das heute in der Woche ist Community Part. Express wieder ein Part, wo ihr so eure Städte besuchen könnt oder ihr meine. Darauf kannst du erst mental schon mal so ein bisschen drauf vorstellen, drauf einstellen, ne? Ich weiß nicht. Also Leute, und jetzt sag ich ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Oh Gott, ich weiß nicht. Nochmal, jetzt sage ich ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen von dem Video. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. And so...